Hallo zusammen. Ich möchte heute mal über das Gesetz der Resonanz reden. Darüber hat Robert Beetz schon viel geredet. Wer ihn noch nicht kennt, das ist eine starke Empfehlung von mir, sich den mal anzuschauen auf YouTube. Da gibt es sehr viele Vorträge von ihm und seine Sichtweise ist wunderbar. Also er geht auch an das Thema Gefühle ganz auf eine ganz besondere Art und Weise ran. Also er versucht, die Gefühle nicht als Feind, als schlecht und gut zu titulieren, sondern einfach als Energie, als Teil von einem Selbst, zu der man sagen kann, hey, du bist hier und ich fühle dich jetzt, ich akzeptiere dich jetzt und wenn ich dich gefühlt habe, dann kannst du auch wieder gehen. Und Angst, Wut und Schmerz sind meine Gefühle und nicht Gefühle, die andere quasi in mir auslösen, beziehungsweise Gefühle, wo andere daran schuld sind, sondern das sind Gefühle, die ich habe und die andere drücken nur die Knöpfe. Das sind für Robert Beetz die Arschengel. Ja? Der Kopf sagt, was für Arschlöcher und die, aber in Wirklichkeit sind es Engel, weil es diese Menschen drücken genau diese Knöpfe, sodass Dinge in einem selbst hochkommen, die noch unverarbeitet sind. Und dann, wenn sie an der Oberfläche sind, dann kann man sich endlich mal damit beschäftigen. Und Robert Beetz hat auch ziemlich provokante Thesen, beziehungsweise auf den ersten Blick scheinen sie provokant, nämlich dass jeder für sein Schicksal, auch für schlimme Schicksale wie gewalttätige Beziehungen, Vergewaltigung etc., dass jeder zu einem Teil selbst dafür verantwortlich ist, weil er Dinge anzieht. Und das hört sich erstmal total komisch an und dann wurde er auch schon oft gefragt, ja, rechtfertigen Sie das? Nein, natürlich nicht. Das ist immer schlimm, so etwas. Aber derjenige, dem das häufiger passiert, der muss sich fragen, was ist mein Anteil daran? Also ziehe ich vielleicht gewisse Dinge an? Und da muss man sich dann wieder mit sich selbst beschäftigen, seinen eigenen Gefühlen und überlegen, was ist in mir unverarbeitet? Schätze ich mich selbst wert? Oder lehne ich mich selbst ab? Ja? Denke ich, ich bin nichts wert? Und wenn ich das von mir selbst denke, dann ziehe ich nach dem Gesetz der Resonanz auch Erfahrungen an, die mir bestätigen, dass ich nichts wert bin. Ja? Und das ist so mächtig und viele verstehen das nicht, dass sie immer einen großen Anteil an dem eigenen Schicksal, sage ich mal, haben. Und ich habe schon in vielen Videos gesagt, alles im Leben hat einen Sinn. Genauso hat nämlich auch jede Erfahrung und alles, was einem begegnet, einen Sinn. Und dieser Sinn ist in vielen Fällen nicht sofort erkennbar. Und wenn wir jetzt denken, wir sind nichts wert, wir sind schlecht, wir sind nicht liebenswürdig, dann ziehen wir Erfahrungen an, die uns das nach dem Gesetz der Resonanz bestätigen. Das heißt, das Erste, was wir eigentlich tun müssen, ist erstmal an uns arbeiten, also erkennen, was halte ich von mir? Robert Beetz sagte sehr schön, es gibt drei Fragen. Was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Und was denke ich über die Welt? Und viele wissen gar nicht, was denke ich über mich wirklich? Was denke ich über die anderen? Und was denke ich über die Welt? Denke ich, die Welt ist ein toller Ort, wo man Erfahrungen sammeln kann, wo man dran wachsen kann, lernen kann? Ja, wo schmerzliche Erfahrungen einfach nur Erfahrungen sind, die dich wachsen lassen? Oder denkt man über die Welt, sie ist schlecht, feindselig, will mir nur Schlechtes. Und was denke ich über die anderen? Denke ich, die anderen sind schuld an allem, was mir geschieht. Wenn die anderen nicht wären, dann ging es mir nicht schlecht, dann hätte ich keine Angst, dann wäre ich nicht traurig, dann würde ich nicht verletzt werden. Oder weiß ich und erkenne ich, dass das meine Probleme sind und die anderen nur die Knöpfe drücken und eigentlich unsere Arschengel sind, ja, die uns dabei helfen, dass das hochkommt, dass wir daran arbeiten. Und was denke ich über mich? Wenn diese Gefühle hochkommen und ich habe erkannt, dass es meine sind, denke ich dann, ich kann damit
nicht arbeiten? Denke ich, ich bin diesen Gefühlen ausgeliefert? Oder denke ich, hey, ich kann diese Gefühle verwandeln, ich kann Angst in Freude verwandeln, indem ich diese Gefühle akzeptiere, sage, hey, du bist da und du bist mein Gefühl, mein Baby und ich fühle dich jetzt. Ja? Ich gucke, wo steckst du, was für eine Form könnte das Gefühl haben, was für eine Farbe, ja? Was für ein Tier könnte es sein. Ja? Das Gefühl anschauen, denn wenn das Gefühl angeschaut ist, angeschaut wird, dann darf es auch wieder gehen. Und dann darf es sich auch in Freude, in Glück verwandeln, denn Gefühle sind einfach Energien mit einer gewissen Schwingung. Und wenn ich über mich dann endlich mal denke, hey, ich bin jemand, der liebenswürdig ist, ich schätze mich selbst wert, dann kann ich auch anfangen, andere wertzuschätzen und die Welt wertzuschätzen. Und dann ziehe ich auch Dinge an, die wertschätzend sind, die liebevoll sind, die erfüllend sind, ja, die nährend sind. Und das ist so wichtig zu erkennen, weil viele Menschen feststecken im, die Welt ist schlecht und andere sind schlecht und ich bin nichts wert. Und die erkennen nicht die Zusammenhänge und das Gesetz der Resonanz dahinter. Und da dürfen wir alle ein bisschen, ja, achtsamer werden. Und auch uns mal hinsetzen und uns auch mal im Spiegel längere Zeit in die Augen schauen und mal nichts tun. Ja? Robert Betz sagt auch so schön, ja, tun Sie mal die Leute mal 5 Minuten still sitzen lassen. Da merken sie, da ist ja was in mir und ich habe gar nichts zum Ablenken, um mich davon fernzuhalten, was alles in mir drin ist und was da hochkommt an schlechten Gefühlen, an Schuldgefühlen, an allem Möglichen. Ja, und das können die Leute nicht mehr und das ist das Problem. Es wird sich überall abgelenkt und diese Zeit bezeichnet er auch interessanterweise als Transformationszeit. Das heißt, jetzt kommen die Dinge hoch, jetzt kommen die Ereignisse in das Leben, die uns herausfordern, die das hochbringen, ja, die uns nicht mehr sagen lassen, ja, alles ist in Ordnung und ich lenke mich ab und alles ist gut und ich kann es weiterhin verdrängen. Nein. Jetzt kommt auf persönlicher Ebene für viele Leute, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene so viel hoch. Jetzt werden Dinge sichtbar, die kommen an die Oberfläche. Das Ganze, was falsch läuft, was uns herausfordert, was uns dazu bringt, die Gesellschaft vielleicht auch neu zu ordnen, menschlicher zu gestalten und uns selbst mehr wertzuschätzen, uns selbst menschlicher wahrzunehmen und mit anderen menschlicher umzugehen, das kommt jetzt hoch. Und das nennt er jetzt Transformationszeit. Ja. Und er sagt auch, dass viele Menschen, auch vor allem Frauen, so die Kümmererrolle übernehmen. Also die Ablenkung der Männer ist vielleicht ein bisschen eine andere. Ja, die lenken sich dann mit der Arbeit ab und die Frauen mit dem Kümmern. Hauptsache nicht auf sich selbst schauen müssen. Das ist auch wieder eine Art Ablenkung. Und er hat mal im Publikum gefragt, wie viele Leute von Ihnen haben denn Eltern noch? Und haben 80% gestreckt. Und da hat er wieder gefragt, wie viel von Ihnen, die Eltern haben, wünschten sich, ihren Eltern ginge es besser und würden sich dadurch befreiter fühlen. Und dann haben wieder dieselben aufgezeigt. Das heißt, man fühlt sich immer verantwortlich und auch interessant, was er über Eltern-Kind-Beziehungen gesagt hat. Wenn die Eltern sich dauernd nur um die Kinder kümmern und kümmern und kümmern, fühlt sich das Kind schuldig für das Schicksal der Eltern. Wenn aber ein Elternteil sagt, so, meine Lieben, jetzt habe ich mal Zeit für mich. Jetzt ist mal 2 Stunden Ruhe. Heute wird nichts gekocht. Heute wird sich nicht gekümmert. Jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Und wenn das Kinder merken, dass sich Eltern oder erwachsene Menschen Zeit für sich nehmen, ja, sich selbst Hygiene am eigenen Charakter, am eigenen Wohlbefinden betreiben. Ja, erkennen, dass erstmal sie gesund und positiv gestimmt und glücklich und genährt sein müssen. Dann fühlen sie sich sicherer. Dann wissen sie, okay, wenn meine Mama oder mein Papa sich gut um sich selbst kümmern können oder von mir aus die Erwachsenen, die ich gern habe, wenn die sich gut um sich selbst kümmern und glücklich und erfüllt sind und auch mal sagen, nein, jetzt ist Zeit für mich, dann haben sie auch Vertrauen, dass diese
Erwachsenen mit sich selbst klarkommen und haben auch später, wenn sie erwachsen werden, keine Schuldgefühle ihnen gegenüber, dass sie sich jetzt um sie kümmern müssten, dass sich irgendwas umkehrt. Und auch als Kind haben sie dann das Gefühl, okay, wenn ich diesenjenigen brauche, weil es mir schlecht geht, dann weiß derjenige, was zu tun ist, weil er hat gelernt, sich um sich selbst zu kümmern. Und das ist so, so wichtig. Also dieses Thema, was Robert Betz anspricht, ist so groß und umfassend und so grundlegend, dass ich wirklich jedem empfehle, sich ihn mal direkt anzuschauen. Das von mir war jetzt nur so eine Interpretation, wie ich das so wiedergeben würde, was er so sagt. Und ich fand es schon immer sehr toll und habe schon oft auch über ihn Videos gemacht, beziehungsweise Themen angesprochen, die ich aus seinen Videos habe, so ein bisschen, oder Impulse, die ich aus seinen Videos gezogen habe. Genau, ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden, so viel dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.